Herzlich willkommen zum zweiten Webinar aus der Serie Deko-Theorie oder auch der Kurs zum IANTD Decompression Specialist. Also wir haben einen neuen Verband. Wir machen ja meistens SSI, aber weil SSI nach wie vor keinen Deko-Theorie-Kurs hat, hallo SSI, vielleicht wollt ihr mal einen, machen wir das halt über IANTD, auch ein durchaus extrem anerkannter Verband, vor allem wenn es ums technische Tauchen geht. Also da geht nichts verloren. Material zu dem Kurs gibt es aber eben auch nicht. Insofern machen wir das Material selber mit der Webinarserie hier. Wir haben vor 2 Wochen schon eine Einführung gemacht zum Thema Sättigung und Entsättigung bis hin zu der Frage, was sind eigentlich M-Werte? Und werden heute den Blick auf das werfen, wie man die M-Werte und die Modelle, die aus Sättigung und Entsättigung entstanden sind, modifizieren kann, nämlich die Gradientenfaktoren. Das ist ein relativ großes Thema, deshalb widmen wir dem auch einfach ein komplettes Webinar. Wir gucken jetzt erstmal, was diese Gradienten und Gradientenfaktoren eigentlich sind. Dann die ganz große Frage, die wir jetzt stellen, aber ich kann vorgreifen, nein, wir werden sie gar nicht lösen. Welche Gradientenfaktoren sind eigentlich am sichersten? Und schauen dann, wie sich die unterschiedlichen Gradientenfaktoren auf das Tauchprofil auswirken, das man sich gewählt hat. Also was man in Kauf nimmt, wenn man an den Gradientenfaktoren etwas verändert. So, dafür erstmal ganz von vorne nochmal der Rückblick aufs letzte Mal und auf das, womit wir hier eigentlich spielen. Ihr erinnert euch, wer es nicht gesehen hat, das letzte Webinar ist auch auf YouTube, auf dem Punkfish Diving Kanal. Da gibt es eine Playlist Deko-Theorie, wo alles Mögliche langsam reinkommt. Da kann man das alles auch nochmal in Ruhe nachgucken. Gradientenfaktoren gehen aus als eine Modifizierung von M-Werten. Was anderes ist es eigentlich nicht. Wir erinnern uns, wir haben beim Aufstieg von einem Tauchgang, also wenn wir aus der Zone kommen, wir haben hier in dieser Grafik, haben wir immer auf der einen Seite die Zone, in der man sättigt und beim Aufstieg, also wenn man den Umgebungsdruck von einem bestimmten Punkt aus, von einem beliebigen Punkt, an dem man gerade ist, bis zu dem man gerade gesättigt hat, wenn man von dort aus den Druck wieder rausnimmt und wieder den Druck verringert, dann wird man unweigerlich irgendwann diese Linie überschreiten, auf der das Gewebe im Gleichgewicht, auf dem das Gewebe, auf der das Gewebe in, ja, im Gleichgewicht mit dem Umgebungsdruck ist und wird in den Bereich kommen, in dem ein Gewebe übersättigt ist. Das alleine ist erstmal nicht so ein großes Problem, aber je weiter man in diesem Bereich drin ist, also je höher die Übersättigung eines Gewebes ist, umso größer wird das Risiko, dass sich daraus Blasen bilden. Und umso mehr Blasen man hat, umso höher ist auch das Risiko, dass daraus eine Dekokrankheit entsteht. Nicht ganz 1:1, aber viele Blasen sind erstmal nicht so wünschenswert und gar keine Blasen wäre so ganz toll. Gar keine Blasen kriegt man meistens nicht hin, aber viele, viele Blasen sind nicht so schön. So. Und je höher dieser Überdruck ist, umso höher wird auch das Risiko. Das ist relativ klar. Also wir haben sozusagen eine Grenze gezogen, einen M-Wert für jedes einzelne Gewebe, der die maximal tolerierte Übersättigung beschreibt. Bis zu diesem Punkt kann man auftauchen und danach findet man das Risiko inakzeptabel hoch. Das ist eine Linie, die gesetzt wird aufgrund einer Risikoeinschätzung. Also wir haben nicht den einen Wert, an dem man sagen kann, wenn ich das überschreite, dann bekomme ich DCS. Nö, ist nicht so, sondern man findet jetzt das Risiko zu hoch. Und was man für ein akzeptables Risiko hält oder nicht, das ist ja so eine gesellschaftliche Entscheidung und Entscheidung von individuellen TaucherInnen, die überlegen, was für sie akzeptabel ist und was für sie nicht akzeptabel ist. Da können unterschiedliche Menschen auch auf unterschiedliche Dinge kommen. Also manche finden es akzeptabel, mit irgendwie so einem komischen Schirm am Rücken von hohen Bergen runterzuspringen und manche finden das nicht akzeptabel. Das ist in Ordnung. Man sollte nur einfach wissen, auf was man sich da gerade einlässt
Und irgendwo hier, also weit in dem Bereich, wo jetzt Risiko auch hingeschrieben ist, und noch höher, da würde ich dann ungefähr das ansetzen mit den Schirmen und vom Bergen springen. Und manche Leute gehen eigentlich nur mit Stöcken, Regenschirm und Stahlkappen auch nur vor die Tür. Die fühlen sich dann wahrscheinlich in diesem Bereich, der noch ganz grün ist, irgendwie wohler. Und je nachdem, wie man selber das einschätzt, muss man sich überlegen, wie weit man sich an diese Grenze oder wie weit man in diesen Bereich reingeht oder nicht. Ja? Was hier erscheint als eine so Linie, als eine Grenze, ist keine harte Grenze, sondern es ist einfach ein Bereich, in dem es in die eine Richtung grundsätzlich immer riskanter wird. Oder auch mein Lieblingsspruch dazu, dieses Solid Line Drawn Through a Fuzzy Gray Area. Es ist alles eine schwammige, grauer Bereich, in dem man halt irgendwo eine feste Linie zieht, weil man halt irgendwo einen Wert festsetzen muss, bei dem man sagt, hier, mit dem rechnen wir jetzt. So. Und weil das aber eben gar nicht so klar ist, dass es diesen einen Wert gibt, der alles kann, und wenn ich den nicht überschreite, dann ist alles gut und dann wird mir nie etwas passieren, gibt es Ansätze, diese Modelle, die aus den M-Werten gebaut wurden, die so gebaut wurden, dass man diese Grenzen eben nicht überschreitet, nochmal zu modifizieren. Und das bedeutet, dass man die M-Werte der einzelnen, der ganzen 16 Gewebe nicht einfach so lässt, wie sie in diesem Original-Bühlmann-Modell gesetzt wurden, sondern dass man diese M-Werte verschiebt, dass man daran etwas schraubt. Das führt dann dazu, dass man letzten Endes, dass man einmal längere Stopps hat auf dem Weg nach oben oder dass man tiefer anfängt. Das gucken wir uns gleich nochmal sehr genau Schritt für Schritt an, was da alles passiert. Aber was vorab vielleicht wichtig ist, ist, dass natürlich in dem Moment, in dem wir nicht mehr mit dem arbeiten, was ursprünglich ja mal empirisch entwickelt wurde, also die Werte kommen daraus, dass man überprüft hat, wie viele Leute kriegen denn DCS, wenn sie mit bestimmten Werten auftauchen. Und wenn wir daran jetzt etwas verändern, dann folgen wir eben nicht mehr diesem empirisch geprüften Modell, sondern machen damit etwas. Und sozusagen die empirische Prüfung, ob das dann besser oder schlechter ist, die gibt es in diesem Ausmaß zu den Modifizierungen eben nicht. Und das sollte man im Kopf behalten. Das heißt eben nicht, dass es schlecht ist, daran was zu modifizieren. Wir werden auch gleich besprechen, welche Dinge man inzwischen durchaus als statistisch nachgewiesen klar und eindeutig sehen kann. Aber es gibt sehr viele Grauzonen, die eben nicht so klar sind. Der Ursprung dieser Modifizierungen, liegt auf zwei Ebenen. Die eine ist die, dass schon Bühlmann so gerade in den letzten Jahren mit seiner Forschungsgruppe so weit war zu sagen, naja, so seine ganz ursprünglichen Werte sind noch einen Tacken zu riskant, weil sie die Komplexität des menschlichen Körpers an manchen Punkten nicht gut genug abbilden. Und sie langsam Ideen entwickelt hatten, wie man das noch verbessern kann. Also auch der stand ja nicht da und war der Meinung, dass er jetzt das einzig wahre Modell gefunden hat, sondern wie das so ist, es ist alles eine Entwicklung, die sich auch noch weiter fortbewegt. Und gerade als dann das, was wir nächste Woche, 2 Wochen besprechen werden, die Blasenmodelle aufkamen, die sehr viel tiefere Stopps vorgesehen haben, kam es eben auch zu versuchen, das Modell, das man kennt, das man berechnen kann, mit dem man sich so ein bisschen irgendwie sicherer fühlt, sagen wir mal, genau dahingehend zu modifizieren, dass man etwas tiefere Stopps haben kann. Und genau das kann man mit diesen Gradientenfaktoren erreichen. Was man damit tut, wie man sich das vorstellen kann, ist, wir haben hier den Bereich zur M-Linie hin, in dem man beim Auftauchen ein immer höheres Risiko eingeht. Und man möchte diese Linie jetzt in einen Bereich verschieben, in dem man davon ausgehen kann, dass das Risiko etwas geringer ist.
Und eigentlich würde ich das jetzt erstmal an Dominik geben. Ja, Und schieben, klar. Schieben so und einem Modelle Beispiel. schieben. Als Beispiel, konkretes Beispiel, was heißt das? Vorweg, eine Sache, die wir im Hinterkopf behalten sollten an der Stelle ist, dass wir, wenn wir darüber reden, diese Linie des maximal Tolerierten zu verschieben, wir jetzt momentan immer von einem Schieben reden in Richtung unterhalb in diesem Diagramm, also rechts unterhalb dieser ursprünglichen M-Linie. Rein mathematisch natürlich könnte man das auch in die andere Richtung machen, aber das ist, denke ich, dann jeder und jedem klar, dass das ganz offensichtlich eine Aktion ist, die mit höheren Risiken verbunden sein muss. Also jetzt erstmal reden wir vom Schieben in Richtung einer Zone, in der geringere maximale Übersättigungen erreicht werden. Das hat eine sehr gute Motivation. Also nicht nur die eine Motivation, dass ein Teil des Ausgangspunktes war, man möchte versuchen, die Modelle noch ein bisschen konservativer, sicherer zu machen. Die andere Motivation ist natürlich auch, das hat Vero angerissen, dass mit diesen Änderungen an den maximal erlaubten Gradienten natürlich einhergeht, dass man sich ein Stück weit löst von Dingen, die zumindest einigermaßen gut empirisch überprüft sind. Also in die Bühlmann-Modelle in den 1980ern danach ging sehr, sehr viel Arbeit, auch Testreihen ein. Und diese Testreihen aber natürlich mit den Werten, wie sie damals waren. Und jetzt, wenn man sehr nennenswerte Modifikationen macht, wir werden gleich sehen, dass diese Modifikationen halt nicht nur Zahlen sind, sondern dass die auch die Auftauchprofile tatsächlich ändern. Dann löst man sich ein Stück weit davon. Und das ist ein Schritt ins Unbekannte. Und ein Schritt ins Unbekannte birgt manchmal Vorteile, manchmal aber auch neue Risiken. Und diesen Schritt ins Unbekannte, den kann man aber ein Stück weit sicherlich rechtfertigen damit, dass dieser Schritt ins Unbekannte sozusagen ein Schritt in die grundsätzlich sichere Richtung, nämlich in die kleinere maximale Übersättigungen ist. Also das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Wir werden im weiteren Verlauf noch diskutieren, ob diese Rechtfertigung wirklich immer und an allen Stellen so gut ist und ob das so lückenlos ist oder ob nicht vielleicht doch da ein Schritt in Richtung möglicherweise höheres Risiko versteckt dabei sein könnte. Das gucken wir uns nachher noch an. So, konkretes Beispiel. Was macht man? Man legt letzten Endes, also für diejenigen, die ein bisschen sozusagen mit Mathematik schon mal Kontakt hatten, was wir hier angucken erstmal, sind letzten Endes Geraden. Also gerade Linien, die wir durch ein Diagramm ziehen. Und jede dieser Linien, die wird durch genau zwei Punkte festgelegt. Wenn ich mir zwei Punkte auf dieser Ebene, die hier diese beiden Achsen aufspannen, wenn ich mir zwei Punkte aussuche und sage, diese beiden Punkte sind fest, kann ich die mit so einer Gerade verbinden, die ziehe ich dann ins Unendliche weiter natürlich, wie das Geraden so eigen ist, aber dann ist diese Gerade festgelegt. Also ich brauche nur zwei Punkte und die legen eine neue Linie in diesem Diagramm fest. Das ist die Grundidee. Das ist überall in der Mathematik so, wenn wir mit Geraden hantieren. So, und diese beiden Punkte, was sollen die jetzt sein? Das sind sozusagen diese berühmten Gradientenfaktoren. Das ist ein Wertepaar, normalerweise erst ein kleinerer, dann ein größerer Wert. Hier als Beispiel gewählt 4080. Ja, so GF 4080 hat man sicherlich schon oft gehört. Was heißt das jetzt? Das heißt, wenn ich den Austauchvorgang einleite, dann will ich den ersten Stopp nicht machen, wie sozusagen im originalen Bühlmann-Modell, wenn ich diese originale M-Linie erreichen würde. Na, auftauchen heißt ja in diesem Diagramm sich von rechts nach links bewegen, in Richtung maximal größerer Übersättigung. Und im originalen Modell würde mir das also einen Stopp verpassen in dem Moment, wo ich diesen Punkt erreiche, wo Vero jetzt gerade den Pfeil hinsetzt, nämlich diesen durch die M-Linie festgelegten Wert maximal erlaubter Übersättigung. Ich sage aber jetzt nein. Das ist mir zu viel, sondern ich will einen ersten Stopp schon haben, wenn ich 40% dieses M-Wertes erreiche. Also wenn ich 40% sozusagen des Weges zwischen da, wo ich jetzt bin, wenn ich im Gleichgewicht wäre und der maximal erlaubten Übersättigung zurückgelegt habe. Das ist ein Punkt, 40. So, jetzt muss ich noch einen zweiten Punkt festlegen und dann habe ich eine neue M-Linie. Das ist die Idee dahinter. Und dieser zweite Punkt, der sagt, mit wie viel Prozent der maximal an der Oberfläche erlaubten Übersättigung möchte ich denn auftauchen. Und das wäre jetzt sozusagen, wenn man 40-40 machen wollte, wäre das auch 40%, aber hier ist 40-80 und da seht ihr das an dieser roten Linie. Diese rote Linie schneidet da, wo Vero jetzt den Pfeil hinsetzt, bei 80% des eigentlich erlaubten Wertes diese Y-Achse, diese nach oben gehende Achse. Also man erreicht die Oberfläche mit 80% der eigentlich erlaubten Übersättigung. Und zack, schon ist man fertig. Ihr seht das an der roten durchgezogenen Linie. Jetzt hat man eine neue sozusagen M-Linie definiert. Eine M-Linie, die anders aussieht als diese originale M-Linie.
Und so kann man im Prinzip ganz viele solche M-Linien festlegen, je nach Wertepaar, für das man sich eben entscheidet. Alle diese M-Linien werden in diesem Diagramm jetzt hier rechts unterhalb der rot gestrichelten, rot gepunkteten Linie und links oberhalb dieser Ausgleichslinie, klar, wir wollen ja austauchen, liegen. Irgendwo in diesem Bereich des diffus zunehmenden Risikos. Das ist die Idee dahinter. Also man kann sozusagen dann ein neues Austauchprofil festlegen durch Wahl dieser beiden Punkte und entlang dieser neuen M-Linie würde man sich dann also entsprechend an die Oberfläche bewegen. Immer wenn man diese neue M-Linie erreichen würde beim Austauchen, wird ein Stopp eingelegt, gewartet, bis Gewebe entsättigt haben, sodass man wieder ein Stückchen weiter austauchen kann und so weiter und so fort. Also das wäre dann so, hier steht angepasste M-Linie, eine neue M-Linie hier für diese Gradientenfaktoren 40, 80. Das ist die grundlegende Idee und ihr stimmt sicherlich zu, die ist nicht kompliziert. Ich entscheide mich einfach für zwei Werte. Eine davon sagt, wie weit will ich, wenn ich den Austauchvorgang beginne, auftauchen, bis zu wie viel Prozent des eigentlich erlaubten Wertes und dann folge ich sozusagen bis zu einem maximal von mir gewünschten Wert an der Oberfläche dieser neuen Linie. Jetzt eine ganz wichtige Message, die da drinnen steckt, die seht ihr hier jetzt schon, die Steigung dieser Linie, also die Neigung sozusagen dieser gelb gepunkteten oder orange gepunkteten Linie, die ist anders als diese rot gepunktete Linie. Man kann also mit diesen Gradientenfaktoren das Auftauchprofil sehr bedeutend modifizieren. Die sehen eventuell ziemlich anders aus. Die sind einfach nicht einfach nur länger als die originalen Profile, sondern die modifizieren sich auch vom ganzen Verhalten her. Und das war, was ich vorhin meinte, da steckt versteckt so ein bisschen ein K-Wert vielleicht drinnen. Da muss man vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, ob das wirklich, wirklich so ist, dass man in jedem Fall damit das Austauchverhalten sicherer macht. Deshalb ist es sehr viel wert, wenn man gründlich sich einarbeitet in dieses Thema, gründlich spricht über die Frage, welche Wertepaare man verwendet. Aber grundsätzlich, das seht ihr natürlich auch, werden so kleinere maximale Übersättigungen erreicht als mit dem originalen Austauchprofil. Hier seht ihr in grün eingezeichnet, so könnte also der Weg einer Taucherin dann aussehen entlang dieser 40-80 Gradientenfaktorenlinie. Man taucht einmal auf, bis man sozusagen diese 40% erreicht, dann wird ein Stopp eingelegt, der erste Pfeil nach links unten hier. Die Gewebe nähern sich der Ausgleichslinie, entsättigen, dann hat man wieder ein bisschen frei, kann ein Stückchen auftauchen, muss wieder stoppen, weil man diese neue Linie treffen würde und so weiter und so fort. Und dann hier mit sukzessive sozusagen drei hier eingezeichneten Deko-Stops und dann einem finalen Auftauchvorgang an die Oberfläche, die man dann also mit 80% des eigentlich erlaubten Wertes erreicht. So, was sieht man jetzt qualitativ hier schon? Naja, dieser Gradientenfaktor Low von 40, also nur 40% des eigentlich erreichten Wertes, der sorgt dafür, dass relativ tief mit dem Stoppen begonnen wird. Guckt mal, wenn man 100-100, also original Bühlmann zulassen würde, dieser erste grüne waagrechte Pfeil, der würde im Prinzip sehr viel weiter hier nach links gehen, bis man eben diese originale M-Linie treffen würde. Und dann würden die Stops erst beginnen. Also hier beginnen die Stops deutlich tiefer als im originalen Profil. Das ist eine Sache, die muss man erstmal hinnehmen. Bedeutet, man muss natürlich die Gasplanung entsprechend anpassen. Kann bedeuten, manche Gewebe sind noch am Aufsättigen. Alles Konsequenzen, über die man nachdenken soll. Gut, und dann dieser Gradientenfaktor 80, der GFI, erreichen der Oberfläche mit 80% des eigentlich erlaubten Wertes. Und der, das braucht, hat Vero auch schon angerissen, der braucht vielleicht eine leichte Bereitschaft zum Risiko, aber eine geringere Bereitschaft zum Risiko, als Bühlmann und Kollegen eigentlich original hatten, weil die haben ja ihre Linie sozusagen zu den 100% gelegt und wenn man dann so ein bisschen die Geschichte nachverfolgt, sieht man, dass oft gesagt wurde, naja, vielleicht nur bis 90% dieser Linie, 80% ist dann nochmal ein Stückchen drunter. Nichtsdestotrotz, auch das gucken wir uns nachher noch an, braucht so ein Gradient 80 eine schon leichte Risikobereitschaft, gibt zumindest Anzeichen, gibt zumindest Argumente, dass das schon ein Bereich ist, wo das Risiko vielleicht schon ein bisschen am Steigen ist. Nicht groß, nicht überwältigend, aber vielleicht schon ein bisschen am Steigen ist. Aber das ist die grundlegende Idee. Nur zwei Punkte brauche ich, die legen eine neue Linie fest, dann kann ich mich entlang dieser neuen Linie nach oben arbeiten. Es ermöglicht also, dieser relativ kleine Eingriff ermöglicht sozusagen eine eigene M-Linie zu definieren in diesem Modell. Und weil das so einfach geht in dieser Art Modelle und weil man damit so eine Vielzahl von verschiedenen Profilen hervorbringen kann übrigens, ich glaube, das ist eine der Begründungen dahinter, warum die Bühlmann-artigen Modelle so beliebt sind heutzutage. Ja? Gut, eins weiter vielleicht mal an der Stelle. Den Folien. Ja. Und das wurde auch schon angerissen letzten Endes. Ein anderer Teil der Motivation, also nicht nur, ich möchte versuchen, das
konservativer zu machen. Anderer Teil kam daher tatsächlich, dass das historisch eine Zeit war, 80er, 90er Jahre dann vor allen Dingen, wo die sogenannten Blasenmodelle einen ziemlichen Aufschwung hatten. Also Modelle, die nicht nur mit Gewebesättigungen hantieren, sondern die sich bemühen, auch den Prozess der Blasenbildung. Und da vielleicht kurz rekapitulieren, ist ja so ein bisschen Paradigma. Blasen ist etwas, das Probleme macht, und Blasen ist etwas, von dem wir stark annehmen, wahrscheinlich mit Recht, dass es irgendetwas zu tun hat mit DCS. Viele Blasen schlecht, viele Blasen Anzeichen für keine optimale Dekoqualität und für wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko, Probleme zu kriegen. Also liegt es erstmal nahe zu sagen, ich möchte bitte Modelle haben, die nicht nur mit den Gewebesättigungen hantieren und mir sagen, bleib unter dieser Linie, dann kommen schon die bösen Blasen nicht, sondern die vielleicht versuchen, diese Blasen mit zu modellieren und zu sagen, was muss ich machen, damit die Blasen nicht wachsen oder weniger Blasen entstehen oder ich vielleicht sogar vorhandene Blasen loswerde. Und das war so ein Ansatz, der also diese Blasenmodelle hervorgebracht hat. Hat sich als rechnerisch relativ aufwendig herausgestellt und hat sich, kleiner Vorgriff, auch bisher nicht im Endeffekt als der schlagende Erfolg vielleicht herausgestellt. Aber das war so eine Zeit, wo man dachte, Mensch, da kann was dran sein. Und diese Blasenmodelle, die sagen tendenziell, die legen tendenziell die ersten Stops vergleichsweise tief, verglichen jetzt mit den originalen Bühlmann-Modellen. Und da steckte so ein bisschen die Idee dahinter, Mensch, man kann mit diesen Gradientenfaktoren, wenn man GF-Low klein genug wählt, Bühlmann doch eigentlich ein blasenmodellartiges Verhalten verpassen. Also warum nicht zwei Fliegen vielleicht mit einer Klappe schlagen, ne? Und das war so eine Motivation. Und wenn ihr manchmal heute seht, dass Leute mit sehr niedrigen GF-Low tauchen, das ist zu teilen sicherlich aus dieser Diskussion heraus entstanden. Auch das wollen wir uns natürlich noch dediziert angucken, ob das tatsächlich eine durch empirische Forschung heute unterstützte Idee ist, das so zu machen. Aber die Historie, die kann man so, glaube ich, ganz gut verstehen, weil man tatsächlich diesen Modellen damit ein Verhalten verpassen kann, das früh mit dem Stoppen anfängt. Ne? Okay, nochmal eins weiter vielleicht. Dann übernehme ich mal wieder. Ja, genau. Aha, gut, also jetzt steht natürlich, da darfst du auch gleich wieder mit rein, weil das ist die große Diskussion, wo man gar nicht genug Informationen aufzeigen kann, weil jetzt haben wir gesehen, was diese Gradientenfaktoren grundsätzlich machen. Also sie verschieben in irgendeiner Form die M-Linie. Und was aber eben nicht so einfach zu sagen ist, die Frage, die immer kommt, ist, ja, welche Gradienten soll ich denn jetzt einstellen? Und es gibt eine ganze Menge Leute, die haben halt einmal von einem Tauchlehrer, mit dem sie einen Tech-Kurs gemacht haben, eine Einstellung erzählt gekriegt und benutzen die dann einfach weiter. Ja, das ist erstmal auch völlig in Ordnung. Man sollte aber, glaube ich, schon ein bisschen sich überlegt haben, was man darüber denn weiß und was man auch nicht weiß und wo man einfach nur dem Glauben von jemand folgt, ohne dass es so ganz klar ist, was man damit jetzt eigentlich tut. Wenn man sich damit nicht auseinandersetzen möchte, dann ist es wahrscheinlich eine ganz gute Empfehlung, einfach bei dem zu bleiben, was so als Settings eh voreingestellt ist und das einfach so zu lassen, weil man damit grundsätzlich erstmal nicht so viel falsch macht. Sporttauchcomputer haben sowas um 8585. Also der Mares Genius hat 8585 einfach als Standard-Setting. Andere liegen bei was Ähnlichem. Also an das kommen auch andere Rechenmodelle von anderen Computern relativ nah ran. Das kann man sich so ungefähr vorstellen als das, was wir normalerweise auf unserem Sporttauchcomputer haben. Und jetzt ist es aber so, dass wir ja auch bei normalen Sporttauchgängen diese Grenzen so gut wie nie tatsächlich ausreizen. Also man hat dann auf dem Computer zwar sowas wie 8585 laufen, aber in Wahrheit kommen wir beim Auftauchen überhaupt nicht an die 85% des M-Werts des Führungsgewebes ran, sondern tauchen so dem La Profil von Land aus folgend so langsam auf, dass wir das gar nicht erreichen und sind auch viel früher aus dem Wasser, als dass wir diese 85% erreichen. Also bei einem Tauchgang, bei dem man grundsätzlich eigentlich von Nullzeitgrenzen immer so eine ganze Ecke weg ist, ist man halt auch von diesen Gradientenfaktoren einfach weit entfernt. Was interessant sein kann, so am Rande, wenn man so einen Computer hat, der einem die Gradienten anzeigt, ist bei den ganz normalen Tauchgängen, die man so macht, einfach mal zu beobachten, bei welchen Prozentsätzen man denn zu welchem Zeitpunkt des Tauchgangs so ist, bei den ganz normalen Tauchgängen, die man macht. Das gibt einem ein ganz gutes Gefühl dafür, was man eigentlich faktisch taucht.
und mit was man eigentlich faktisch Erfahrung hat. Das ist nämlich nicht das, was man eingestellt hat, sondern das ist das, was man wirklich real auch taucht. Und da taucht man ganz oft so Dinge wie 20, 30 oder 7, 20, wenn man so in so einem Baggersee auf 6 Metern rummacht und so, ne? Und hat also gar nicht diese Wahnsinnssättigung, die wir als Maximalwerte jetzt annehmen. Die erreicht man dann, wenn man länger auf 20, 30, ab längeren Tauchgängen an die Nullzeitgrenzen ran, 20, 30 Meter und tiefer, da kommen langsam Dinge, die sättigungstechnisch interessant werden. Also in der großen Masse der Tauchgänge weltweit werden diese Grenzen nie ausgereizt, aber diskutiert werden sie oft und das sogar in Form von wahren Glaubenskriegen. Es gibt so alles Mögliche, was begründet wird und es gibt tatsächlich Menschen, die tauchen 10, 90. Warum ich das für nicht klug halte, das kann ich begründen. 90, 90 halte ich auch für eigentlich too much. Aber so, ob jemand jetzt 40, 80 oder 60, 80 oder 50, 70 oder 55, 75 tauchen möchte, das sind so Sachen, die man diskutieren kann und für die wir jetzt auch nur ein paar Hinweise geben können, an welchen Punkten es etwas gibt, was bekannt ist, an welchen Punkten es etwas gibt, wo man sagen kann, dass es einen gut begründeten Verdacht gibt und wo wirklich das Stochern im Nebel anfängt. So. Und da die erste Frage: Gibt es so etwas wie einen Gradient Low oder überhaupt Gradient Low und High, der zu niedrig ist? Weil eigentlich ist ja, wenn ich ganz nah die ganze Zeit im grünen Bereich bleibe und sage, oh, ich tauche mit so einem 10, 10 oder so auf. Also ich gehe gar nicht in den Bereich rein, wo ich eine relevante Übersättigung habe. Naja, dann habe ich natürlich einen sehr, sehr sicheren Aufstieg. Ich glaube, das kann man so sagen. Die Chancen zur Blasenbildung sind jetzt wirklich minimiert. Aber ich habe halt auch bei so einem Tauchgang, bei dem ich nur 10 Minuten auf 20 Meter war, doch eine relativ lange Zeit, bis ich wieder an die Oberfläche komme. Und das könnte mir jetzt schon den Spaß am Tauchen versauen. Also ich möchte ja irgendwann wieder hoch und ich muss dafür also irgendwann eine gewisse Übersättigung in Kauf nehmen, sonst erreiche ich die Oberfläche nicht vor Sonnenuntergang und dann ist mir kalt und ich habe Hunger. So. Also es gibt definitiv ein zu tief. Wo genau das ist, ist aber nicht so ganz klar. Es gibt aber Hinweise darauf, so seitdem es einige Studien gibt und einige Versuche, dass tiefe Dekompressionsstopps eventuell nicht effizienter sind, sondern vielleicht noch weniger effizient als flachere Stopps. Das kommt von einem derjenigen, die maßgeblich an vielen Dekompressionsforschungen beteiligt sind. Und so, wo genau diese Grenze ist, das werden wir tatsächlich in einem ganz eigenen Thema besprechen, nämlich bei den Diskussionen um Deep Stops. Nur sozusagen mal vorausgegriffen. Es gibt ein zu tief und es gibt einfach eine Tiefe. Und es gibt die Problematik, dass in dem Moment, in dem ich tiefer stoppe, ich ja einzelne schnelle Gewebe habe, die jetzt schon sehr weit gesättigt sind, also die mir den Stopp dirigieren. Die Führungsgewebe jetzt beim Aufstieg sind üblicherweise erstmal die schnelleren. Und wenn ich jetzt stoppe, wenn die schnelleren Gewebe eine gewisse Übersättigung erreicht haben, dann bin ich in einer Tiefe, in der mittlere und langsamere Gewebe eben noch weiter aufsättigen. Und wenn mittlere und langsamere Gewebe weiter aufsättigen, müssen die später beim Aufstieg auch noch entsättigen, so dass ich eine sehr lange Deko bekomme, wenn ich das eben auch, wenn ich die mittleren und langsameren Gewebe dann auch ähnlich gut entsättigen will. Und wenn ich dann aber wieder die Zeit beschneide und doch gleich schnell oben sein will, dann komme ich halt mit höher gesättigteren mittleren Geweben aus dem Wasser. Und genau das könnte die Sache aber schwieriger machen. So, da werden wir ein Ich glaube, ganzes Webinar nochmal mit verbringen, also zumindest fast das Ganze, weil das wichtig ist. So. wenn ich mal ganz kurz, wenn ich mal ganz kurz glaube,
Es ist wie so oft in der wissenschaftlichen Diskussion so, dass man Aussagen sehr genau lesen muss. Und das absolut entscheidende Wort an dem Text von David Dulett da und an dem auch, was du richtig gesagt hast, ist effizient. Es ist nicht so, dass per se niedrige GF-Lows per se unsicherer wären. Ich bin innerlich überzeugt, GF1.1 ist ein sehr sicheres Profil. Das riesige Problem ist nur, es dauert unfassbar lange und dann kommen natürlich ganz andere Probleme. Also praktisch dauert es übrigens mit manchen realen Gasen unendlich lange, dass man nie die Oberfläche erreicht. Kriegt zwar kein DCS, aber sieht die Sonne nicht wieder. Das ist klar. Aber jedenfalls praktisch kommen schon viel früher, also schon irgendwo so im 10er, 20er Bereich, kommen da natürlich irgendwie harte Grenzen, weil irgendwann wird es zu kalt. Du hast das gesagt, irgendwann ist der Gasvorrat nicht mehr stemmbar, irgendwann sind alle Zeiten rum. Das heißt, wir reden in Wahrheit eigentlich nie über das sicherste Deko-Profil im luftleeren Raum, sondern immer über die Frage, was kann in der Zeit, die ich bereit bin, der Deko zu geben, die maximale Sicherheit erzeugen. Das ist der Begriff der Effizienz. Und ich glaube, das ist wichtig. Da gibt es Anzeichen dafür, dass niedrige GF-Lows mit dieser maximalen Zeit vielleicht nicht das Beste an Sicherheit herausholen. Aber so ein kleines bisschen, das will ich halt hier sagen, hört man manchmal diese Idee, das sei grundsätzlich unsicher. So ist das nicht. Es ist eine Frage der Effizienz und der gegebenen Randbedingungen. Das werden wir ausführlich diskutieren noch. Ne? Ja. Ja, da kommen wir auch mit ein paar Hinweisen jetzt nachher noch hin, wenn wir die Profile vergleichen. Also sozusagen, wie viel, es ist ja immer das Spiel mit, wie viel Zeit bin ich bereit für meinen Aufstieg zu investieren und wie setze ich diese Zeit jetzt so ein, dass ich glaube, dass ich damit zum sichersten Ergebnis komme. Ja, Ja? ja. Du kannst es tatsächlich ins Ariel die Meerjungfrau-Land treiben, sozusagen. Also genügend kleine Gradientenfaktoren heißen tatsächlich nie wieder die Sonne sehen. Das können wir auch mal ausprobieren. Ja, also da ist eine harte Grenze, aber praktisch schon lange vorher. Ja. Ja, So, okay. da war ich jetzt eins zu weit. So, was ich eigentlich sehr gut sichtbar für sehr, sehr gut erklärt halte oder was einfach völlig logisch und auch intuitiv klar ist, ist, je niedriger der Gradient beim Auftauchen ist, umso sicherer oder umso besser ist man schon entsättigt, umso sicherer ist der Tauchgang. Ich glaube, das kann man genau so sagen. Ja? Immer, wenn ich den Gradient High niedriger mache, bin ich damit sauberer, wenn ich aus dem Wasser komme. Das macht einfach dieser niedrigere Gradient High. Je länger ich bleibe, je länger ich abwarte, umso mehr habe ich schon entsättigt, umso weniger Risiko habe ich, dass sich Blasen bilden, umso weniger Risiko habe ich, DCS be zu bekommen. Und das ist tatsächlich auch der Teil, der wirklich gut belegt ist. Die Frage ist nur, wie niedrig muss es denn sein, damit ich anfange, damit ich das für mich als sicher akzeptiere. Und da gibt es einfach Daten, die helfen können. Und dazu greifen wir eigentlich immer wieder gerne auf eine der Datensammlungen zurück, die wir immer wieder auspacken, nämlich die vielen, vielen DCS-Fälle, die in die Datenbank eingeflossen sind. Und zu diesen die DCS-Fällen, also zu ganz realen Unfällen, zu ganz realen Erkrankungen, gibt es eine Auswertung der Tauchgangsprofile. Und hier ist Folgendes sichtbar, nämlich, dass der allergrößte, der wirklich maximal größte Prozentsatz an DCS-Fällen, an Tauchunfällen, in dem Bereich Gradient 70 bis 90 stattgefunden haben. Das heißt, die Leute sind aufgetaucht irgendwo im Bereich 70 bis 90% des M-Werts erreicht im Führungsgewebe beim Auftauchen. Das sind drei Viertel, das sind 73,7%. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Und das ist ja ein Bereich, in dem man sagt, ja, das ist unverdient. Also das sind Fälle, bei denen man sich an alle Regeln gehalten hat, bei denen man nach seinem Tauchcomputer getaucht ist und dennoch jetzt aber mit DCS rausgekommen ist. So, jetzt gibt es hier oben drüber und oben drunter noch interessante Sachen. Mit höheren Gradienten, also auch noch höher als 1, gibt es ja nur ganz wenige Fälle. Das liegt nicht daran, dass das ungefährlicher wäre, sondern das liegt jetzt an einer Schwäche dieser Tabelle oder einer Schwäche dieser Statistik. Wir haben nämlich schlicht den Vergleich nicht, wie viele Tauchgänge in diesem Bereich denn tatsächlich stattgefunden haben.
Ja? Das heißt, was wir aber einfach genau wissen, ist, dass sehr, sehr selten Tauchgänge durchgeführt werden, die bewusst so nah an den Nullzeitgrenzen dran sind. Also man ist schon, nachdem man einfach mal einen Sicherheitsstopp am Ende des Tauchgangs macht, ist man üblicherweise unter den 90 drunter, also schon im etwas sichereren Bereich. Ja? Also ja, Gradient 85-85 ist schon in so einem Bereich, in dem es doch zu überdurchschnittlich vielen Fällen noch kommt. Und die meisten Tauchgänge, die weltweit gemacht werden, kommen übrigens in diese Bereiche nicht rein. Also wenn ich mir so unsere täglichen Tauchgänge im täglichen Basisbetrieb auf La Palma, Landtauchgänge, die sind eh noch mal sanfter als Bootstauchgänge, ne? Aber wenn ich mir die angucke, wir sind so bei Gradient 40, 50, wenn wir rauskommen und nur relativ selten darüber. Und also auf diese Art finden sehr viele Tauchgänge, die so im Anfängerbereich sind oder die man macht mit, man ist am Ende des Tauchgangs nochmal unterm Boot auf 5 bis 10 Meter und bleibt da eine Weile. Da taucht man immer mit deutlich geringeren Gradienten als diesen 70 auf. Das heißt, ich würde ganz, ganz stark davon ausgehen, dass in dem Bereich unter 70 sehr, sehr viel mehr Tauchgänge enden als in dem Bereich über 70. Und wir haben dennoch dort sehr, sehr wenige Fälle. Und was man halt wirklich sehr gut sehen kann, ist, je weiter man da runtergeht, umso verschwindend niedriger wird die Fallzahl von DCS. Und am Ende ist das dann tatsächlich die Information, von der ich glaube, dass sie einen viel weiter bringt, als Studien mit Blasenmessungen, weil das, was uns am Ende ja interessiert, ist, wie hoch ist mein Risiko, dass ich jetzt DCS kriege? Nicht, wie hoch ist mein Risiko, dass Blasen im Körper sind. Aber das ist etwas, was man diskutieren kann. Blasen kann man halt messen. DCS zu messen ist etwas schwieriger, weil das so selten vorkommt. Und wir eigentlich das eins der seltenen Dinge ist, wo man mal, einer der seltenen Datensätze ist, wo man mal zumindest über 200, also knapp 250 Fälle hat mit Tauchgangsprofil, die man sich angucken kann. Und das ist etwas, was selten da ist, weil 250 DCS-Fälle auch ganz schwer zustande kommen. Ja? Das ist eine Sammlung über Jahre. Das ist nicht das, was man in einem Jahr mal eben schnell irgendwo hat. Ja? Das heißt, man kann mit sehr guter Begründung davon ausgehen, dass ein niedrigerer Gradient High immer zu einem sichereren Tauchgang führt und dass man so in dem Moment, in dem man unter 70 ist, sich in einem Bereich bewegt, der auch für, sagen wir es mal bösartig, der auch für den letzten Schisser noch echt sicher ist. Ja? Und man kann halt auch sagen, naja, so Bereich 70 bis 90, da ist man halt in dem Bereich, in dem dann auch ab und zu mal DCS stattfindet. Für wie schlimm man das denn hält, muss man nochmal überlegen. Wenn ich weiß, es geht um, ich bleibe jetzt noch 5 Minuten warm, gemütlich im Riff und gucke mir auf 5 Meter ein paar schöne Fische an und dann komme ich statt mit 85 mit 70 raus, dann bleibe ich, weil mir das persönlich einen Sicherheitsgewinn bringt, für den ich gerne 5 Minuten Lebenszeit zwischen Fischen verbringe. Wenn ich glaube, dass meine Blase innerhalb der nächsten 5 Minuten explodiert, kann sich diese Einschätzung ändern. So, und jetzt ist die nächste Frage und die wird uns nämlich dazu führen, wie wir mit diesem Gradient-Faktor Low umgehen, weil die nächste Frage ist so die ganz große Krux an der ganzen Geschichte. Wir haben hier eine Darstellung davon, welche Gradientenfaktoren eigentlich in welchen Geweben erreicht wurden bei den Fällen, bei denen DCS zustande kam und auch im Vergleich dazu haben wir hier jetzt das, was wir bei der vorherigen Tabelle nicht hatten. Wir haben den Vergleich zu den Profilen in der Darndatenbank gesamt. Das heißt, wir können sehen, in
an welchen Punkten wir eine höhere Anzahl von DCS haben, als einfach nur, also als der Anteil der Fälle, als der Anteil der Tauchgangsprofile in diesem Bereich insgesamt. Bei den Fällen, also bei den DCS-Fällen in dieser Datenbank, sind es erstaunlich, oder nicht erstaunlich, sind es relativ oft beteiligt die Führungsgewebe in dem Moment, die mittleren Gewebe. Und diese erreichen, also wir haben hier das jetzt erstmal in Rot, das Gewebe 38 Minuten Gewebe hat nur einen Gradient von 0,76 erreicht, so im Durchschnitt. Und trotzdem ist es das Führungsgewebe in fast der Hälfte der DCS-Fälle. Und zwar, und das deutlich mehr als allgemein bei den Tauchgangsprofilen in dieser Datenbank. Ja. Was man hier übrigens ganz gut sehen kann, es sind oft die mittleren Gewebe, die Führungsgewebe beim Auftauchen. Ja, die schnellen Gewebe sind, bis wir an der Oberfläche sind, schon entsättigt. Mit denen kommen wir kaum an der Oberfläche an. Es sind so genau diese 18 Minuten bis 40 Minuten Gewebe, die uns beim Auftauchen, beim Erreichen der Oberfläche am meisten beschäftigen. So, und es sind halt besonders diese beiden mittleren bis langsamen, die deutlich schon spürbar mehr DCS-Fälle dann aufweisen als der Durchschnitt ihrer Tauchgänge. Und umgekehrt haben wir sehr viel weniger DCS-Fälle, als insgesamt aufgetaucht sind mit der relevanten Übersättigung gerade in den schnellen Geweben und dort auch mit einem sehr viel höheren Gradienten. Also, man kann daraus so eine Ahnung bekommen, dass hier nochmal zusammengefasst einfach in schnelle, mittlere und langsamere Gewebe. Und auch das wieder, wir haben den Gradienten in diesen Geweben beim Auftauchen. Wir sehen, wie viele DCS-Fälle es sind und wie viel Prozent, also wie viel Prozent der DCS-Fälle mit diesem Gradienten, mit einer Überlastung dieser Gewebe aufgetaucht sind und wie viele Prozent der Tauchgänge allgemein dort gelandet sind und kann auch hier sehen, dass sozusagen eine Übersättigung der schnelleren Gewebe häufiger vorkommt, aber weniger zu DCS führt und eine Übersättigung der mittleren und dann auch der langsameren Gewebe einfach etwas häufiger zu DCS führt und das bei niedrigeren Übersättigungen im Schnitt. Das ist keine Statistik, bei der man sagen kann, jetzt haben wir es kapiert, jetzt wissen wir genau, wo Bühlmann falsch gerechnet hat. Aber es ist ein Hinweis darauf, dass es vor allem mittlere und langsamere Gewebe sind, die in der realen Welt bei DCS-Fällen eine höhere Rolle spielen. Also auch bei niedrigeren Gradientenfaktoren, die erreicht werden, kommt es zu ein paar mehr DCS-Fällen, als man jetzt statistisch erwarten würde. Und es sind halt gerade die mittleren Gewebe und dann ein bisschen die langsameren so überrepräsentiert, dass man daraus die Vermutung ableiten kann, dass es sein könnte, dass diese Gewebe in den Modellen nicht ganz so gut repräsentiert werden, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Also dass vielleicht hier ein paar blinde Flecken hocken. Und dieser Verdacht nähert sich halt immer wieder auch davon, wenn man sich anguckt, warum, was eigentlich bei tieferen Stopps passiert und was bei tieferen Stopps mit der weiteren Sättigung der mittleren Gewebe passiert. Und warum sich das mit den tieferen Stopps als so ganz besonders toll eben nicht hat nachweisen lassen. Da könnte genau hier der Hinweis darauf liegen. Ja. Und damit kommen wir halt dann zu sowas relativ Simplen. Dass man nämlich eigentlich nur eine Sache sehr sicher sagen kann, nämlich ein niedrigerer Gradient High macht den Tauchgang auf jeden Fall grundsätzlich sicherer.
Und der Gradient-Faktor Low, den sollte man irgendwo dahin packen, dass in der Zeit, die man bereit ist, in den Aufstieg zu investieren, die Übersättigung so niedrig wie möglich gehalten wird. Also, dass man sozusagen nicht auf Kosten der mittleren Gewebe einen tieferen Stopp einbaut, sondern wenn man das tut, einen weiteren Stopp einbaut, so flach, dass die mittleren Gewebe auch wieder weit genug entsättigen können. Also will sagen, den Gradient Low runterzusetzen, um dafür und dafür den Gradient High höher zu machen, ist ganz sicher eine schlechte Idee. Also 10-90 bedeutet, ich komme mit massiv übersättigten mittleren Geweben raus, und langsameren Geweben, die ich durch den niedrigen Gradient Low weiter aufgesättigt habe bei meinen tiefen Stops, und bin dann aber bereit, mit 90, also im kritischen Bereich, an die Oberfläche zu gehen und habe sehr viele Gewebe bis dahin aufgesättigt. Und könnte in derselben Zeit eben auch mit einem ganz flauschigen 60-70 rauskommen und kann dann sicher sein, dass ich mit allen Geweben ein bisschen weiter in der sicheren Zone bin. Wenn man bereit ist, sowas wie 20-30 zu tauchen, dann ist man damit aber wahrscheinlich natürlich auch in einer sehr sicheren Zone. 10-20, ne? Wie wir vorhin gesagt haben, kann man ja machen. Alles andere. Bei allem anderen kommen wir in den Bereich der religiösen Fragen. Außer Dominik hat noch was, wo er sagen kann, da kann man noch mal sagen, hier gibt es so was ganz Reelles, was man auch noch wissen Nein, kann. also ich weiß nicht, du kannst ja vielleicht mal gleich auf die nächste Frage, religiöse Frage, nächste Folie, religiöse Fragen, das ist so eine Sache. Die andere Sache ist natürlich die, dass man sich mehreren Dingen gleichzeitig bewusst sein sollte. Das eine ist, für die Person, der ein Unfall passiert, also die Person, die mit DCS aus dem Wasser kommt, für die ist das, würde ich mal sagen, meistens ein einschneidendes Erlebnis. Und diese Person hat dann Fragen im Kopf. Warum? Warum passiert mir das? Was ist der Grund dafür? Was kann ich anders machen? Und sozusagen dann steht das Ergebnis fest. Aber es sind ja oft kleinste Kleinigkeiten, so kleine Kleinigkeiten, dass man die niemals wird in ein Modell packen können. Genau wie die Frage, warum es an einem heißen Sommertag in einem Ort Niederschlag durch ein Gewitter gibt und im Nachbarort nicht. Und genau wie die Frage, warum wurde mein Haus vom Blitz getroffen, aber das des Nachbarn nicht, wird man an irgendeiner Stelle immer an den Punkt kommen, wo man sagen muss, da gibt es Ungewissheiten. Und diese Ungewissheiten, die können wir in den Modellen nicht vollständig abbilden. Alles, was wir machen können, ist eigentlich diesen Bereich der Ungewissheiten kleiner, 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 kleiner machen, sodass weniger, weniger, weniger Menschen betroffen sind von dieser Frage, warum passiert es mir? Aber wir werden das natürlich nie auf Null zurückführen können. Und wir sind schon in einem relativ guten Status, das muss man sagen. Also das DCS-Risiko beim Tauchen, wenn man den anerkannten Modellen folgt, das ist schon ein bereits ziemlich kleines Risiko. Das ist schon ein Risiko, das in ganz vielen Fällen, je nach Fahrstil natürlich und je nach Umgebung, unter dem Risiko eines schweren Verkehrsunfalls bei der Fahrt zum Tauchplatz liegt. Und ich glaube ganz ehrlich, die wenigsten von uns machen sich genügend Gedanken über Risiken im Straßenverkehr. Also wir müssen natürlich da auch immer ein bisschen aufpassen, wo wir gedanklich Arbeit und Fleiß investieren, um das Risiko insgesamt zu minimieren. Trotzdem ist die Frage interessant und trotzdem verstehe ich das, dass man lernen möchte, wie kann man also diesen Bereich des Unbekannten noch weiter zurückdrängen, ohne auf das Göttliche sozusagen zurückgreifen zu müssen und zu sagen, das ist das Schicksal. Also das tun wir in der Naturwissenschaft ja normalerweise nicht. Unser Job ist ja, Sachen immer weiter zu ergründen und diesen Bereich, dass wir wissen nicht, warum es muss so passiert sein, immer kleiner zu machen. Der Weg raus ist eigentlich auch irgendwo klar. Der Weg raus ist Daten sammeln, um zu größeren Statistiken zu kommen und dann vielleicht weitere Risikofaktoren aufzudecken, über die wir bisher noch nicht genügend reden und die vor allen Dingen in den Modellen nicht ausreichend drin sind. Also ganz diffus hat man ja oft so, ein einfaches Beispiel, ganz diffus hat man im Kopf, auskühlen während des Tauchgangs ist riskant, erhöht das DCS-Risiko. Und das kann man sogar experimentell testen. Es sind Versuchsreihen gemacht worden, wo Taucher tatsächlich in dem Fall nur, ist ein anderes Thema, dass es oft nur Männer sind, die in den Versuchsreihen auftauchen. Also wo Taucher auskühlen lassen wurden während des Tauchgangs
Und die hatten dann tatsächlich sehr viel häufiger DCS als diejenigen, die thermisch in gutem Zustand waren. Aber kein Modell kann das abbilden bisher. Und schlimmer noch, wir können sowas wie Auskühlung noch nicht mal so richtig gut messen, nicht wahr? Aber das sind Wege in die Zukunft. So, wir müssen nur irgendwie dahin kommen. Und dahin kommen heißt natürlich, man muss die Modelle verbessern. Man muss Versuchsreihen machen, um das aufzudecken. Und jetzt kann man natürlich fragen, warum werden da nicht einfach jede Menge Versuchsreihen gemacht? Und dann wissen wir es. Warum werden nicht einfach 10.000 Taucherinnen und Taucher in Pools gesteckt und die machen dann also Testtauchgänge und man guckt, unter welchen Umständen klappt es und unter welchen Umständen geht es schief. Klar, wenn man so einen Datensatz hätte, dann könnte man sicherlich tolle Modelle damit bauen und die Modelle, die wir haben, stark verbessern. Nur, solche Versuche machen, ist natürlich immer eine Abwägung zwischen Nutzen, Risiko, dass man den Testteilnehmern aufbürdet. Man muss ja wissen, dass man damit dann auch DCS-Fälle provozieren wird. Klar, das wird man mit Freiwilligen machen, aber auch da ist eine große ethische Verantwortung, das nur im absolut nötigen Umfang zu tun und vor allen Dingen Kosten. Das ist extrem teuer. Und da kommt ein anderes Hindernis, das, glaube ich, wert ist, einfach mal anzusprechen hier. Diejenigen auf dieser Welt, die Geld und Möglichkeiten für auch nur annähernd solche Studien haben, US Navy Experimental Diving Unit, meinetwegen COMEX und andere Wirtschaftsunternehmen, die also investiert sind im Bereich tiefes Tauchen, Sättigungstauchen auch. Die tauchen leider üblicherweise mit ganz anderen Modellen als wir beim Hobbytauchen. Und das heißt, die Motivation, unsere Modelle sozusagen dann in solchen Versuchsreihen zu testen, die kann nur sehr klein sein. Das kann, wenn dann nur ein Nebenprodukt solcher Experimente sein, wenn es diese Experimente überhaupt gibt. Und das heißt, wir müssen auf absehbare Zeit mit solchen Analogieschlüssen leben und müssen damit leben, dass wir immer in so einer Zone sind, wo wir sagen, wir haben gewisse Hinweise darauf, diese und diese Kombination von Gradientenfaktoren könnten effizienter sein als andere. Wir wissen es aber nicht sicher. Also mit dieser Ungewissheit werden wir auf absehbare Zeit leben müssen. So lange bis, und das ist vielleicht so ein kleines bisschen die Hoffnung, die man haben kann, so lange bis die Geräte, die wir mit uns tragen, die Tauchcomputer nämlich, vielleicht stärker vernetzt sind und es sich durchgesetzt hat, dass man einfach große Zahlen von Tauchgangsprofilen irgendwo zentral sammeln kann, natürlich anonymisiert und sowas muss man das machen. Und dann könnte man vielleicht aus der Community raus Ideen entwickeln, welche Profile klappen und welche gehen schief, real getauchte Profile. Aber das ist momentan Zukunftsmusik. Aber das könnte ein Weg sein, sozusagen, wie wir uns von diesem Status lösen können. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll zu hoffen darauf, dass die US Navy übermorgen mit einer Studie um die Ecke kommt und sagt, Mensch, 60, 70 ist es, das sind die effizientesten Bühlmann-Gradientenfaktoren. Das halte ich für unrealistisch, aus den besagten Gründen. Und deshalb müssen wir also in dieser Zone der eigenen, aber kann man auch andersrum sagen, diese Zone des nicht genauen Wissens, die macht auch einen fantastischen Raum auf, nämlich eine Freiheit für die eigenverantwortliche Entscheidung über das Profil, das ich heute tauchen möchte. Das ist auch interessant, wenn man sich mal im Moment von dieser Frage löst, alles doof und ich will bloß keinen DCS haben, sag mir, was ich tun soll. Wenn man im Moment davon löst, ist das auch interessant, das ist ein spannendes Thema. Es ist ein kleiner Schritt ins Unbekannte, in den Kontakt mit etwas Neuem. Und das macht ja auch einen Raum auf, für sich selbst rauszufinden, mit welchen Gradientenfaktoren, mit welcher Motivation man Spaß am Hobby hat. Ich kann vorweg sagen, die Motivation zu sagen, mir geht's gut mit diesem paar Gradientenfaktoren, also nehme ich das, die ist wissenschaftlich oft eine sehr schwache, weil niemand von uns wird so mehrere tausend Deko-Tauchgänge machen jemals, um statistisch ausreichende Basis zu haben, was funktioniert und was nicht. Aber die Freude am Hobby durch das Befassen damit und das Treffen der eigenen Entscheidung, die ist davon natürlich nicht betroffen. So. Das ist, was ich dazu loswerden wollte noch. Gut, dann, ja, dann gehen wir jetzt noch mal ein ganz klein bisschen da rein. Ausprobieren, wo es niemandem wehtut, wenn DCS passiert, weil dieser jemand nicht existiert, sondern nur ein Programm ist. Ja, Da wird nur Silizium total geil. geschrieben, keine Menschen. Ja, ich liebe es, weil das ist also, was man immer so am Computer machen kann, wenn einem gerade langweilig ist, ne, und wofür man noch nicht mal nass wird. Und man muss auch nicht frieren, ja, man hat diesen ganzen thermischen Stress nicht, man kann dabei auch trinken, also man dehydriert nicht und irgendwie kann man sich so Tauchgänge zusammenträumen. Das ist so Rumspiel mit Subsurface. Subsurface haben wir schon mehrmals hergezeigt. Ich kann allen nur ans Herz legen, ladet euch dieses Programm runter, wenn ihr es noch nicht habt und plant da, spielt damit einfach mal rum. Plant Tauchgänge, stellt Gradientenfaktoren ein,
guckt euch die ganze Sache an und guckt euch vor allem das, was wir hier jetzt sehen, die Heatmaps an. Nämlich, Subsurface hat eine Darstellungsform gefunden, in der man alle 16 Gewebe auf einmal im Blick haben kann. Es kam nämlich eben schon die Frage auf, wie ist das denn, aber man stellt doch Einführungsgewebe ein, oder ich habe es nur so aus dem Augenwinkel im Chat mitbekommen. Naja, das Führungsgewebe, das verschiebt sich ja während des Tauchgangs, also während des Aufstiegs immer wieder. Es ist immer ein Gewebe, ist jetzt gerade das, das am nächsten an seiner Grenze dran ist, während ein anderes vielleicht noch sättigt, entsättigt das erste schon. Und das ist etwas, was man in dieser Darstellungsform sehen kann. Was haben wir hier? Wir haben so einen Tauchgang, fiktiven Tauchgang, diese ganze Linie. Und in dieser ganzen Linie sind hier nochmal im Ausschnitt größer zu sehen, 16 Linien übereinander. Und das ist jetzt so ein Punkt beim Aufstieg, wo diese 16 Linien übereinander liegen. Und jede dieser Linien ist ein Gewebe. Das obere, das allerschnellste Gewebe und das untere, das allerlangsamste. Und diese Gewebe zeigen dann unterschiedliche Färbungen. Und zwar entweder sie nehmen gerade Inertgas auf, dann sind sie so hellblau über dunkelblau über lila bis schwarz. Schwarz bedeutet dann, dieses Gewebe ist jetzt gerade im Gleichgewicht mit dem Umgebungsdruck. Also ich habe jetzt im Gewebe, der Gewebedruck ist derselbe wie der Umgebungsdruck. Und diese hier nehmen gerade noch Inertgase auf in diesem Moment. Das heißt, sie sind jetzt noch unterhalb des Umgebungsdrucks. Und in dem Moment, in dem es grün, gelb, orange und dann rot und immer röter wird, geben die Gewebe Inertgase ab, also geben Stickstoff ab, um es einfach zu sagen. Und zwar je nachdem, wie weit es ins Rot geht, umso näher sind sie am M-Wert. Also diese grün-gelb-rot-Farben bezeichnen dann den Prozentsatz vom M-Wert, den dieses konkrete Gewebe jetzt gerade erreicht hat. Und das ist halt nicht immer bei allen Geweben gleich, klar, und das verändert sich. Also kann man hier jetzt an diesem kleinen Ausschnitt ganz gut beobachten, wie diese ersten Gewebe eben schon wieder im grünen Bereich sind, weil sie den ersten Teil Entsättigung schon hinter sich haben, während hier die mittleren Gewebe jetzt so weit sind, dass sie einen relativ, nein, nicht hohen, aber dass sie deutlicher entsättigen, einen etwas höheren Prozentsatz des M-Wertes erreichen und von hier aus langsam entsättigen. Diese 16 Linien sind die 16 Kompartimente, die 16 Modellgewebe, die alle bestimmt werden durch ihre Halbwertszeit. Das schnellste mit den 4 Minuten, das ganz unten mit 635 Minuten Halbwertszeit. Das kann man sich mal so ein bisschen überlegen. Das wird eigentlich die letzten drei sind die, die uns wirklich beim Tauchen so gut wie nicht mehr interessieren. Uns interessiert dieser Bereich hier in der Mitte, ne? So Gewebe 4 bis 8, 9, 10. Da ist so der Bereich, in dem sich bei uns noch etwas tut. So, jetzt gucken wir uns das mal an einem Tauchgang an. Und zwar erstmal mit dem ganz normal, mit dem dieser Standardeinstellung 85-85, die viele als Recreational haben. Und nehmen uns mal ein ganz normales Tauchgangsprofil. Wir gehen auf 30 Meter. Kann man hier unten die Zeit sehen. Wir sind jetzt so 25 Minuten insgesamt. Nach 25 Minuten fangen wir den Aufstieg wieder an. Dabei haben wir erstmal so 2 Minuten Abstieg, dann 23 Minuten tatsächlich auf den 30 Meter und dann gehen wir hoch. Das ist tatsächlich ein bisschen länger als die Nullzeitgrenze. Und wir haben hier also einen kleinen Dekostopp drin auf 3 Metern. Der wird gesetzt erst auf 3 Metern. Warum? Weil bei einem langsamen Aufstieg wir auf 3 Metern an dem Punkt sind, an dem, was man hier unten sehen kann, die ersten Gewebe, die 85% des M-Werts erreichen. Was man hier aber auch sehen kann, ist, wir haben hier ja schon so einen 3-Minuten-Aufstieg, um da bis auf die 3 Meter zu kommen.
Und in diesen 3 Minuten hat diese oberste Linie, das schnellste Gewebe, das hier unten schon tatsächlich auch gesättigt war, das hat schon ganz gut angefangen zu entsättigen. 3 Minuten ist fast eine komplette Halbwertszeit. Also das ist schon wieder sehr viel weiter entsättigt, bis es auf den 3 Metern ankommt. Und ist auf den 3 Metern ist das schnellste Gewebe hier oben schon nicht mehr das Führungsgewebe. Es ist nicht das dunkelste. Es ist das zweite und das dritte, die auf den 3 Metern tatsächlich die 80% des M-Werts erreichen. Das erste ist aus seiner Gefahrenzone schon raus. Ihr erinnert euch auch, die schnelleren Gewebe haben höhere M-Werte, ertragen eine höhere Übersättigung. Und dieser M-Wert ist natürlich immer bezogen auf den M-Wert dieses einen Gewebes. Das heißt, dieses schnelle Gewebe ist auf dem 3-Meter-Stopp schon uninteressant. Ja? Bei Erreichen der Oberfläche, hier dieses letzte Segment, sehen wir, was beim Erreichen der Oberfläche passiert. Auch da ist das allerschnellste und auch das zweite Gewebe einfach schon durch mit dem Entsättigen. Ist schon ganz weit im grünen, hellgelben Bereich. Und die Gewebe, die jetzt weiter interessieren, sind ebenso diese immer noch schnellen bis mittleren Reihen, die jetzt die höchste Übersättigung haben. Und das ist jetzt einfach so ein ganz normaler Tauchgang. Und was passiert jetzt bei diesen Tauchgängen, wenn ich an den Profilen schraube? Also hier nochmal im Detail, ne? Ich sehe die obere Linie, das schnellste Gewebe ist gar nicht das, was am weitesten gesättigt ist, sondern 8 Minuten, 12 waren es dann, 16 irgendwas rum. Und hier bei Erreichen der Oberfläche die schnellsten Gewebe schon raus und hier ist aber relativ viel rot. Klar, das haben wir ja so eingestellt. Wenn wir sagen 85, 85, dann sagen wir damit, wir möchten dann stoppen, wenn das Führungsgewebe zu diesem Zeitpunkt die 85% des M-Werts erreicht und wir sind dann bereit, an die Oberfläche zu gehen, wenn bei Erreichen der Oberfläche diese Führungsgewebe dann 85% haben. Wir haben uns für dieses Rot also entschieden. Das muss uns jetzt nicht erschrecken. Ja? Wenn wir kein Rot sehen wollen in unserem Auftauchprofil, dann müssen wir halt die Gradienten niedriger machen. Und Rot heißt ja jetzt auch, wie gesagt, das heißt ja nicht, wir sterben jetzt, sondern wir sind einfach ein bisschen näher an der Bühlmann-Grenze. Das heißt, ich kann entscheiden, mit welchem Druck möchte ich denn die Oberfläche erreichen? Und das ist mein Gradient High und den kann ich jetzt einstellen. Und muss mir dann überlegen, was das denn so ungefähr für meinen Tauchgang bedeutet. Und weil wir jetzt nicht alles durchgucken können, was es da so an Möglichkeiten gibt, werden wir uns exemplarisch einfach ein paar Beispiele angucken, was das für Auswirkungen hat. Und ich kann euch nur einladen, mit dem Programm zu spielen und sich ganz viele Dinge einfach mal durchzuspielen. Ich habe jetzt hier erstmal ein Beispiel, in dem wir zweimal dieselbe Grundzeit nehmen, also denselben Tauchgang, den wir eben hatten, auf 30 Meter. Und wir haben 2 Minuten Abstieg, 3 Minuten, 23 Minuten unten und dann einen langsamen Aufstieg. Wenn ich jetzt mein Gradient High bei 85 belasse, weil ich sage, ja, das ist mir sicher genug, aber ich möchte doch gerne wenig blasen und deshalb mache ich jetzt einen niedrigen Gradient Low und mache mir da 30% rein. Dann führt das dazu, dass ich genauso an der Oberfläche ankomme wie im vorherigen Profil auch, aber sehr viel tiefer Stopps habe. Also statt dem Stopp auf 3 Meter, den ich eben hatte, muss ich jetzt auf 12 Meter schon den ersten Stopp einlegen und bin insgesamt nach 37 Minuten draußen. Das wäre eben übrigens schon nach 35 Minuten der Fall gewesen. Der Tauchgang wird nicht viel länger dadurch, aber ich fange tiefer an zu stoppen. So. Die zweite Variante wäre jetzt, möchte meinen vor allem den Gradient High niedriger haben und setze den mal auf 65 und setze jetzt den Gradient Low nicht ganz so weit davon weg, sondern einfach auf 60, so relativ ähnlich. Jetzt komme ich natürlich hier
mit einer sehr viel niedrigeren Übersättigung aus dem Wasser. Klar, das habe ich hiermit ja eingestellt. Nicht weiter erstaunlich. Meine ersten Stopps wegen der 60 hier sind auch nicht so tief wie mit dem Gradient Low 30, sondern ich muss auf 6 Meter halt das erste Mal stoppen. Immerhin auch natürlich ist er tiefer, als wenn ich bis 85 hochgehe. Auch das ist irgendwie klar. Und ich komme aber mit einem insgesamt sehr sanft aus dem Wasser. Sie geht eben nie ins Rote. Und hier beim Auftauchen ist eigentlich alles noch ganz schick. Und bei diesem Stopp auf 6 Meter, bei dem ersten, da kann man jetzt auch nicht so richtig davon sprechen, dass die mittleren Gewebe jetzt da noch ganz böse weiter aufsättigen, weil wir sind auf 6 Meter. Also das führt jetzt nicht dazu, dass wir in irgendeiner Form eine furchtbar lange Zeit dann beim Aufstieg noch haben, um mittlere Gewebe wieder zu entsättigen. Dafür ist der ganze Aufstieg noch zu harmlos. Das ist etwas, was man eher sich bei dem 12-Meter-Stopp anfangen kann zu überlegen. So. Aber was passiert hier? Mit 65% rauszukommen statt mit 85 kostet Zeit. Mein Tauchgang dauert jetzt 46 Minuten, ist also nicht mehr ganz so schnell wie vorher. Das heißt, ich habe beim Auftauchen mit zwei Tauchgängen mit derselben Grundzeit, führen mit unterschiedlichen Gradientenfaktoren zu einer sehr unterschiedlichen Übersättigung beim Auftauchen hier. Ich kann entscheiden, gehe ich mit 85 hoch oder mit 65 oder mit noch was anderem. Sie führt aber auch und vor allem zu ganz unterschiedlichen Zeiten, die ich brauche. Also mit 85, dem aggressivsten, bin ich nach 35 Minuten wieder raus. Feine Sache, wenn ich es eilig habe. Um den Gradient Low deutlich runterzustellen auf 30, das kostet mich nur 2 Minuten mehr. Ob das effizient ist, wenn ich aber doch gleich rauskomme, das kann man sich dann fragen. In dem Moment, in dem ich den Gradient High runtersetzen möchte, kostet mich das mehr Zeit. Dann kostet mich das halt 46 Minuten. Also ja, wenn ich sicher an die Oberfläche kommen möchte, dann brauche ich dafür auch mehr Zeit. Das Ganze nochmal schnell durch für einen etwas tiefereren Tauchgang auf tiefere, ja, tiefereren, weil was so schön ist. 40 Meter und eben auch mal eine Viertelstunde, die man gerne auf 40 Meter bleiben möchte. Insgesamt eine Runtime von 18 Minuten, bevor man anfängt aufzusteigen. Mit 90, 90 würde ich jetzt bis 6 Meter hochgehen können. 4 Minuten auf 6 Meter stoppen, 7 Minuten auf 3 Meter, wäre nach 30 Minuten draußen, aber hätte halt zwei Stopps mit einer relativ relevanten Übersättigung. Spiele ich denselben mit 70-70 runter, habe ich statt den 30 Minuten 40 Minuten, also die Reduktion von 90 auf 70% kostet mich 10 Minuten mehr Deko mit einem kleinen Stopp schon auf 9 Metern und dann doch einem relativ langen Stopp auf 3 Metern. Dafür komme ich aber auf eine Art entsättigt aus dem Wasser, dass ich sozusagen aus dieser Zone mit dem höheren DCS-Aufkommen raus bin. Und jetzt im Vergleich, wenn ich dann noch sage, naja, den niedrigen Gradienten etwas unterhalb dem oberen zu halten, könnte eigentlich eine ganz gute Idee sein, dann kostet mich das tatsächlich keine weitere Zeit, wenn ich den auf 55 runtersetze. Und übrigens ändert es an meinem Auftauchprofil auch extrem wenig. Also ich habe dann eine Minute mehr auf 9 Meter und dafür eine Minute weniger auf 3 Meter. Ich habe so eine ganz kleine Verschiebung gemacht. Das hier ist jetzt eine Verschiebung, über die man tatsächlich auch so sehr theoretisch nachdenken kann, ob die vielleicht Sinn macht. Da vielleicht hat Dominik Lust, gleich noch drei Worte dazu zu sagen. Wenn ich hier, in dem Moment, in dem ich jetzt aber sage, ich gehe mit dem Gradienten Low noch weiter runter, nämlich auf 30, behalte aber meine 70 oben bei. Jetzt wird die Zeit, das ist der Punkt, wo meine Aufstiegszeit dann wieder länger wird und ich tatsächlich auch einen noch tieferen Stopp mir reinhole. Also ich habe 3 Minuten mehr,
komme mit derselben Übersättigung wieder an Land. Und wenn man das jetzt eben skaliert und das nicht bei, ich habe nur 3 Minuten mehr, weil der Tauchgang insgesamt hier nur 43 Minuten hat, sondern wir sind so im Bereich der längeren Tauchgänge, wo sich dann auch diese Zeiten nochmal ausdehnen, dann kommt man hier zurück an die Effizienzfrage, ob ich nicht diese 3 Minuten lieber investiere, um den Gradientenhigh noch ein bisschen runterzukriegen. Also das ist dann die große Diskussion. Wenn ich jetzt diese 3 Minuten mehr bereit bin einzusetzen, möchte ich die benutzen, um einen niedrigeren Gradient Low zu haben, aber genauso übersättigt am Ende aus dem Wasser zu steigen? Oder möchte ich diese 3 Minuten dann einsetzen, um lieber statt den 70, 65 zu haben? Und das, wo ich sicher weiß, dass es meinen Tauchgang sicherer macht, genau da einzusteigen. Und so. Und dann würde ich an diesem Punkt sagen, für heute sind wir durch.